Da kommt er doch schon. Da ist er. Nagelneu, mein erster Neuwagen. Auslieferungstag. Ich habe vor 10 Minuten einen Anruf vom Auslieferungsfahrer bekommen, dass er in einer halben Stunde da ist. So, dementsprechend vom Termin zum Büro, denn das Auto kommt zu mir. Jetzt fragt euch ja, seit wann liefert denn Tesla die Autos für die Haustür? Ja, ist kein Tesla, Leute. Es ist ein ikonisches Stadtauto, könnte man sagen. Ja? Ein Auto, was sich schon fast 4 Millionen Mal verkauft hat. Also natürlich nicht die Elektrovariante, sondern eben der Verbrenner-Vorgänger. Seit 1957 wird er gebaut. Auch ein europäisches Auto. Und der kommt jetzt eben hier gleich geliefert. Ich freue mich einfach auf die Auslieferung. Ist immer was Besonderes, immer eine gute Energie, so ein Auslieferungstag, Start von was Neuem. Und ich erinnere mich so gerne an meine erste Elektroauto-Auslieferung, Tesla Model S damals in Berlin. Richtig schön gemacht von Tesla damals, noch mal echt was Besonderes, vor 6,5 Jahren. Dann kam das Model 3, da war das dann so ein bisschen Massenabfertigung, irgendwie so auf dem Parkplatz im Service Center hier in München. Und dann das Model Y, da hatte ich die Achillessehne gerissen, da konnte ich gar nicht fahren. Und jetzt eben der neue E-Flitzer direkt zum Büro. Ich hoffe, ich komme pünktlich und bin gespannt, wie das wird. So, ich bin rechtzeitig da, hier geparkt und laufe ich mir auf der Albert, ich bin da, kannst gerne runterkommen, müsste gleich da sein. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. So, das ist nämlich mein Bruderherz, der auch bei mir in der Firma arbeitet und der braucht einen Firmenwagen, ja. Der betreut zum Beispiel den Kanal von Jürgen Zimmermann. Arti Zimmermann kennt ihr vielleicht, so die Elektroauto-Werkstatt in Deutschland. Und das ist so eine Stunde weg von München, da fährt er eben immer raus und dreht die Sachen, schneidet die. Und das ist halt ein bisschen tricky, weil er und seine Frau eben ein Kombi haben so. Und wenn die ihn braucht, dann ist es schwierig und dann nimmt er auf mein Auto und ist alles ein Hickhack und ist einfach gut und praktisch, wenn er eben auch ein Auto hat. Und das ist dann eben so entstanden, dass es einfach ein richtig geiles Angebot gab. Ich habe ja letztes Jahr die Firma Carbonify mitgegründet, wo wir eben die TRG-Quote abwickeln. Und einer unserer Partner da ist auch meinauto.de, auch hier Kanalpartner. Und meinauto.de ist eben ein echter Online-Shop für Neuwagen. Also nicht irgendein Vermittler, sondern wirklich ein Online-Shop, dass eben du auch den Vertragspartner da hast, nicht irgendwie weitergereicht wirst in irgendein Autohaus. Und die haben eben ein super geniales Angebot gehabt in Zusammenarbeit mit eben Carbonify. Und da habe ich zugeschlagen, ja. Im Schnitt vielleicht sowas. Albert. Und bei meinauto.de hast du eben dann einen Ansprechpartner und halt alles richtig schön digital. Servus, mein Lieber. Habe die Ehre. Es ist einfach ein sehr moderner Prozess. Einfach online draufgedrückt, alle möglichen Sachen ausgefüllt und dann ruft dich eben dein Ansprechpartner an, kannst mal Fragen stellen. Ich habe das alles erledigt, du musst eigentlich nichts machen außer grinsen und gleich Auto fahren. Und das Schöne bei meinem Auto, die ist auch, dass sie markenunabhängig beraten. Es geht einfach darum, den potenziellen Kunden glücklich zu machen und nicht irgendwie jetzt, wir müssen das Auto den Leuten jetzt andrehen. Gut, in unserem Fall, ich wusste genau, was wir wollen, dementsprechend war das easy. Und wie ihr seht, muss man auch irgendwie nirgends hinfahren, sondern das Auto kommt zu einem ans Büro. Ja. Wo ist es? Ja, in ein paar Minuten. Auf was freust du dich am meisten? Komm, lass uns mal vorgehen, dann sehen wir schon. Bei den Benzinpreisen. Stimmt. Bei den Benzinpreisen dann so eine Firmen-Lade-App auch noch. Ne? Ja, also ich glaube, also für mich ist es in meiner aktuellen Lebenssituation gerade gut, noch ein Auto zu haben in der Konstellation. Und ich freue mich einfach, ein Elektroauto zu haben. Ja. Ich freue mich auch einfach ein Elektroauto zu fahren. Dann kann ich zum Jürgen in die Werkstatt. Ja, Jürgen kann direkt erstmal tiefer leben. Genau. Fahr weg auf den hier. Es ist kein Rennwagen und irgendwas Verrücktes. Es ist einfach vernünftiges, cooles Stadt-Elektroauto. So. Da freue ich mich drauf. Da kommt er doch schon. Hier um die Ecke. Hier, servus. Da, ja. Ideal. Also, seht ihr schon? Habt ihr schon gesehen? Das ist der letzte des Tages scheinbar. Und es ist der Fiat 500 e. Ole, ole. Da ist er.
Nagelneu, mein erster Neuwagen. Ich bin saugespannt. Und gleich elektrisch, Bruderherz. Gleich elektrisch, ja, Lu. Ein Fiat 500e. Mit den süßen Augen. Schau mal, so wie du. Der schaut so süß wie du. Ah, es ist, er glänzt schön. Er war ein sehr süßes Kind, aber ich bin im Alter irgendwann verloren, gell? Keine Ahnung, das musst du mir sagen. Du bist älter als ich. Ich bin noch nicht an dem Punkt. Aber dafür sehen wir uns halt jetzt immer ähnlicher. Ja, immer ähnlicher. Je älter wir werden. Ich finde irgendwie die Felgen, das hier 500, das ist irgendwie schön. Diese Speichen, das ist cool, ne, der Look. Ein schönes, kleines Detail. So, hier, Popo, sagst zum Heck, finde ich jetzt, ja, macht nichts falsch. Warte mal, bis er ganz unten ist. Aber wo ich wirklich gespannt bin, Kofferraum. Ich war jetzt ein Kombi. Okay, also jetzt nicht zu viel erwarten. Nein, bitte. Nicht zu viel erwarten, schon klar. Der erste Fiat 500, das war so ein richtiges Platzwunder, in dem beim Grip Electrocheck da gab, wirklich so ein 60 Jahre alten Fiat 500, haben es auch hinten reingesetzt. Ich saß da so zusammengefaltet drin. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie klein Leute früher waren, dass das als Platzwunder bezeichnet wurde. Das Auto kommt aus Italien, möchte ich nur noch mal. Und dann saßen wir auch hier zu viert drin. Also, es geht, besser? Aber es ist, ja, ich meine, du kannst, dein Bur kannst hinten reinsetzen, so ja, für Kinder ist okay. Hoppa! Schauen, wie geht. Hey, der geht aber gut. Ganz schön laut für ein Elektroauto. Ich bin auch gespannt, was wir hier machen müssen, irgendwas unterschreiben, irgendwas zeigen. Es hieß, ich habe irgendwie irgendein Ausweisdokument da. Gut. Hammer. Und dann, ja. Dann steht er schon da. Da ist er. Gleich mal zwei Kleinwagen und zwei Parkplätze. Kleinwagen und zwei Parkplätze. Soll ich unser Firmenparkplatz haben? Das werden die jetzt schon akzeptieren. So. Hoffe ich auch. Ja. Oder gleich abgeschleppt wieder. Ach, du machst Fotos. Okay, also jetzt werden hier Beweisfotos gemacht, dass es ausgeliefert wurde. Mit Kabel. Beweisfoto, dass das Kabel auch ausgeliefert wurde. Ja. Oh, ein zweites. Okay. Auto ist übergeben. Nee. Alex macht noch das Übergabeprotokoll und ich setz mich mal rein und schauen wir das Ganze von innen an. Oh, es riecht nach Neuwagen. Und sofort. Zwar kein ganz voller Akku, aber noch ja, 84%, damit kommen wir schon ein paar Meter weit. Ah, ich bin gerade irgendwie voll happy. Hier so. Zwei Schlüssel, ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll. Fahrzeugschein, auch alles da. Ich habe zu danken. Handschuhfach. Alexander. Leer, aber klar, was soll noch drin sein? Und sonst, ich muss sagen, ich freue mich jetzt einfach mal, dieses Auto zu fahren. Ich glaube, das ist ja das, worauf es ankommt. Hier der Platz hinten. Man sieht, der ist nicht besonders groß, aber es ist auch ein Kleinwagen. Ist deswegen auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wer viel Platz hinten haben will, der muss sich halt ein großes Auto kaufen, ganz klar. So, das war super. Richtig netter Fahrer. Wir sind heute der letzte Kunde, der beliefert wird. Er hat gemeint, er hat ein gemischtes Sortiment an Autos heute gehabt. Und jetzt geht es für ihn in Feierabend. Und für meinen Bro auf die erste Fahrt. Denn das ist nicht unser Parkplatz. Wir müssen 100 Meter nach da drüben. So, Zirko. Jetzt weißt du wieder nicht, wo man den anmacht. Du weißt nicht, wie man anmacht, oder? An ist er schon. Ja, ich hör's. Wie voll ist der Akku? Ach, 84%. Oh ja, super. 84%. Da kann man nichts sagen. So, jetzt werden wir nur hier tatsächlich vom Auslieferungs-LKW blockiert. Oh. Aber das wird sich sicher auch schnell klären, diese Pappsituation, der wäre auch ein Feierabend. Okay. Hey. So, los geht's. Heppa, mal geht der gut. Okay, und? Verheizt. Keine Chance hat er. Keine Chance. Ah, Leute, das ist doch schon mal ein ganz solider kleiner Fuhrpark. Das Model Y, Fiat 500e. Und hier in unserem neuen Büro gibt es tatsächlich auch Strom. Wir sind tatsächlich erst vor kurzem hier umgezogen, müssen mal mit dem Vermieter reden, wie das genau funktioniert. Wir haben eine Starkstromsteckdose oben, gell? Man könnte vom Fenster aus hier Kabel runterlegen. Ja, also ich meine es ernst, das könnte klappen. Juice Booster so kann man doch 40 Meter verlängern. Ja. Also die Fenster sind halt schon recht hoch, oben. Aber ich sag mal so, mit 2 10 Meter Verlängerungskabeln hier runter würde schon funktionieren. Das Problem ist halt,
dass die dann hier auf dem... Aber die sind ja überrollsicher. Also schon ein bisschen asselig, wenn da jetzt einfach so ein Kabel liegt wahrscheinlich. Ich würde sagen, in der größten Not kann man das schon einmal im Jahr machen oder am Wochenende. Aber hier gibt es auch öffentliche Ladestationen. So, also wir wollen jetzt natürlich keinen Strom klauen, sondern wir wollen die Qualität des Kabels checken. Das Falsche. Das, ja, ich weiß schon. Nee, ich brauche ja Schuko, ne? Epa. Wo ist das? Ah, hier. So, was ist so deine Elektroauto-Erfahrung bisher? Wie oft hast du schon Elektroautos geladen? Wie oft habe ich schon beim Jürgen gedreht? Stimmt, bei Jürgen stellst du es immer ein. Ne? Also Albert nimmt auf mein Auto, fährt zu Jürgen raus. Und stöpselt da an. Sehr gut. Du gehst mit den Sachen so um wie ich. Ja, so, ich habe es den Besten gelernt. Das muss was aushalten. Ja, es muss was aushalten. Akku, der hält's aus. Mein schlechten war es nicht Chart. So, schauen wir hier. CCS. Und das ist, wie nennt man das? Ich kenne AC und DC. Was ist das? 50-50. Sag einfach überzeugt irgendwas. AC. Hippa. Ja, ich habe kurz nachdenken müssen, aber... Ist gut. Ja, bist neu dabei, Bruder. Ist okay. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Bursch hier lädt. Wird geladen. Nur noch 6 Stunden für die letzten 16%. Geil. Gibt's hier gratis Strom? Scheinbar. Also, dann haben wir natürlich das perfekte Büro gefunden. Aber wir reden mal mit dem Vermieter, ja. Das ist jetzt nur ein Test, ob das Auto und das Ladekabel funktionieren. Ein 6 Stunden langer Test. Ja gut, jetzt wo wir 6 Stunden Zeit haben, lass uns doch den mal ein bisschen auschecken. Also hier hast du gerade gemeint, hättest du lieber eine hochwertigere Verkleidung gewünscht. Ein bisschen spartanisch, aber es tut seinen Job. Das finde ich irgendwie süß, das kleine Kläppchen hier. Einen ganz kleinen Babyhut. Ja. Setz dich mal auf die Rückbank rein, wie das funktioniert. Also, ich finde es, also halt zwei Türer und hinten so auch mit massivem Afro, muss man schauen, wie du da zurechtkommst. Also so ist schon okay. Tatsächlich. Aber ja, jetzt setzt du dich mal vorne rein. Warte mal, der Sitz ist ja viel zu weit nach vorne. Der muss natürlich jetzt setzt du dich mal vorne rein, dann können wir hier reelle Testbedingungen schaffen. Ja, okay, gut. Also natürlich funktioniert das. Also, das ist... Achtung, sag, wenn die Knie... Ja. Also so könnte ich fahren, wenn ich dich lieb habe. Wenn ich auf meinen Komfort optimiere, würde ich so sitzen. Boah, also so kann man schon fahren. Ich würde damit jetzt nicht irgendwie zum Nordkap fahren wollen. So. Lass das mal ausprobieren. Ich fahre. Aber so, es geht schon. Ja. Also ich... Das ist halt diese Konfiguration, es war halt dieses vorkonfigurierte Angebot, was halt so ein absurd guten Preis hat und einfach schnelle Verfügbarkeit. Das ist in der heutigen Zeit auch einfach wichtig, wenn du ein Elektroauto willst, dass es einfach bald kommt. Und es waren jetzt von so Bestellungen auf Auslieferungen eben so 3 Monate. Und da ist es halt so, dass alles schwarz hier konfiguriert wurde. Dunkler Innenraum, außen schwarz. Wäre jetzt nicht meine Wunschkonfiguration. Es muss ja primär aber auch dir gefallen. Was sagst du? Ich finde schwarze Autos ganz gut. Also rot finde ich ist nur beim Ferrari okay. Aber es ist ein Italiener also. Ja, Italiener, der mit F anfängt, aber da hört es dann auch schon auf bei den Gemeinsamkeiten. Ja, hier vorne finde ich auch clean, ist jetzt nicht so Tesla-mäßig komplette Armaturenwüste, aber jetzt auch nicht komplett überladen wie bei vielen anderen Herstellern, also ist, denke ich, ein guter Kompromiss. Zweites Display hier für den Fahrer, das hat meiner nicht, Albert, das siehst du mal. Aber was mir gut gefällt, dass hier... offen ist, dass da keine extrem große Mittelkonsole ist. Hast ein schön offenes für die Beinfreiheit. Raumgefühl. So, Fahrzeugschein ist auch hier. 2 Schlüssel gab's. USB-C. Dann würde ich vielleicht auch einen nehmen. Vielleicht. Oh, schau mal, das ist ein gutes Highlight. Einmal ein alter USB-Anschluss, dann neuer und 12 Volt auch noch. Ja, und hier ist noch ein USB versteckt. Noch mal einer, ja. Cool. Glaubst du, du hast einen Frunk hier? Boah. Ich weiß es nicht, also. Jetzt kommt die Preise. Also der Peugeot 208e, der hat einen. Der ist auch relativ klein. Der BMW iX3 hat keinen, obwohl der sehr groß ist. Das heißt, man kann es irgendwie an der Autogröße nicht festmachen. Ich hoffe einfach mal und sag ja. Da muss man jetzt einfach nachschauen. So, normalerweise. Nee.
Schau mal, du hast hier zwei Möglichkeiten, die Tür aufzumachen. Einmal hier und einmal hier. Ja, das ist immer so, weil es irgendein Unfall ist und die Elektronik gestört ist, hast du so einen mechanischen Nuss bei, das bei Tesla auch so. Aber ich weiß gerade wirklich nicht, wie man die Frunkhaube, falls ein Frunk drin ist, öffnet. Dann gibt es wohl keinen Frunk für dich, auch wenn er da ist. Tja, weißt du's? Am Display. Lass mich doch träumen. Ey, okay, bei meinem. Okay. Bei meinem ist der ein bisschen woanders. Muss man da hier noch drücken? Ah, man muss das umklappen. Siehst du das, Platz? kannst du Sachen reinwerfen. Frunk ist nicht drin, aber. Und das ist eigentlich das Frustrierendste, wenn du keinen Frunk hast, aber eigentlich da recht viel Platz ist. Um einfach noch so eine Frunk-Wanne reinzulegen. So, für mich sieht es so aus, wenn man sich Mühe gegeben hätte, dass ein kleiner Frunk möglich gewesen wäre. Also wirklich so, ich meine, dass man die Ladekabel reinlegen kann. Ja, genau. Du hast sowieso nicht so viel Stauraum in dem Auto. Ja. Jeder Liter extra wäre hier wirklich ein Zugewinn. Ich habe hier gerade noch was entdeckt, was das Auto noch einen Ticken cooler macht. Und zwar ab zum Baumarkt. Also, kriegst da du die Hutablage noch raus? Wahrscheinlich bestimmt. Auch, oder? Ja. Ja, ganz easy. Ja. Also, ich meine, es ist locker 12 Liter Fassungsfüllung. Und was auch cool ist, was ich auch noch gesehen habe, hier kann man einen Kindersitz festmachen mit diesem Top-Liter, aber das geht auch. Hat der Isofix? Hat der Isofix? Gute Frage. Ja, hat er. Hat er? Und hier ist auch so ein Teil zum Kindersitz festmachen. Aber ja, also, wie festmachen? Wozu brauchst du unten einen Kindersitz festmachen? Du hast da so einen Gurt, der geht hinten durch und dann kannst du da einhaken. Ah, jetzt verstehe ich. Und vorne auch Isofix. Es gibt Isofix und dieses zweite System. Genau. Und der hat hier Isofix, da und da. Also, und dieses Top Tether ist so eine Alternative, oder wie? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ich glaube, das sollte man optimalerweise auch noch machen. Aber man benutzt immer nur eins, oder? Ich weiß es. Also okay, ich habe es bis jetzt immer Mütter so gemacht. Und Väter, bitte einmal kommentieren. Top Tether und oder Isofix, was ist besser, benutzt man die gleichzeitig? Das ist wirklich cool. Du kannst da drei Kinder. Das ist wirklich. Ja, dann ab nach Hause nochmal. Und vor allem Isofix-Schiene auch. Es gibt manche Autos. Komm, ich zeige euch das mal. Wenn ihr Ding in den Kanal direkt hier. Kommen Sie bitte mit. So, meine Lieben. Bitte vergesst nicht zu abonnieren. Gib mir auch die Kamera. Und zwar, die haben hier, da ist es ein bisschen versteckt, dieses Ding. Da kommt man nicht gescheit hin mit dem Kindersitz und dann ist es immer eine Fieselei. Und also wenn die schon offen sind oder wenn es da so eine Schiene gibt, wo man reinfahren kann, dann ist es so viel besser und so viel angenehmer. Und das ist cool, dass das Auto das hat. Hier, jetzt darfst du wieder. Hätte ich auch gesagt. Ja gut, dann würde ich sagen, schöne erste Fahrt, Feierabend. Willst du noch die GoPro, die reinklatschen für den ersten Fahreindruck so? Ja, gerne. Und dann. Dann seht ihr mal, wie man im mittleren Ring am Stau steht. Erste Fahrt, erste längere Fahrt, ich bin freudig. Jetzt schauen wir mal. Oh, da geht ja richtig was, wenn man aufs Gas tritt. Also klar, es ist kein Tesla-Punch, aber der hat auch deutlich weniger PS, ne? Aber trotzdem, da merkt man schon, dass was geht. Das ist halt das Geile am Elektroauto, man latscht drauf und da ist gleich was da. Und was mir gleich auffällt, wie leise es ist. Also ich habe jetzt ich hatte da vorne einen Skoda Octavia, der ist jetzt auch nicht laut oder sowas. Ein neueres Baujahr, auch ein leises Auto würde ich sagen und ein ruhiges Auto. Aber hier ist wirklich leise. Ich fahre jetzt seit 60, weil man es hier darf. Und man hört echt fast gar nichts. Das ist cool. Also das Rekuperieren gerade, das hat mir auch sehr gut gefallen, wenn man an die Ampel anfährt. Einfach Fuß vom Gas, Auto kommt von selber zum Stehen, die Bremse wird nicht beansprucht, sondern die Energie zurückgewonnen. Das ist natürlich, ist einfach so cool, dass das funktioniert beim Elektroauto, weil man sonst so viel Energie einfach verbremst, in Wärme umwandelt. Und allein diese Effizienz, Gedanke finde ich toll. So, der erste Abbiegevorgang gleich für meinen Bruder.
und seinem neuen Auto hier. Und ich freue mich einfach für ihn. So ein neues Auto, einfach cool. War eine schöne Auslieferungserfahrung. Netter Fahrer, auch mein persönlicher Ansprechpartner, immer korrekt gewesen. So. Und ging einfach flott alles. Ja. Alles einfach schnell geklappt. Und wirklich, ich bin einfach jetzt ganz normaler Kunde, auch bei meinauto.de. Zahle eben meine 170 Euro im Monat. Einmalig 100 Euro für die Zulassung und dann Versicherung, ein Fuffi circa. Also so 220 Euro im Monat für 2 Jahre eben und danach kann man ihn zurückgeben oder für circa 15.000 dann eben übernehmen, kaufen. Also vollkommen fairpreislich, voll Bock drauf. Hier ist so eine Gerade, die man, auf der man 80 km/h fahren darf. Mal schauen, was er macht. Ja, dachte ich mir, probiert's aus. Der hat schon einen kleinen Punch. Das ist schon nett. Aber eins muss er wissen. Schönes Auto, aber ein Tesla ist es nicht. Und ich glaube, ich muss auch noch vom Eco-Modus runtergehen. Dann geht wahrscheinlich noch mal mehr. Aber das kommt dann alles noch. Genau, wir müssen erst mal warm werden. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, das Auto. Wenn ihr einen Vorschlag habt für einen coolen Namen, gib mir mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Mal schauen, wie es meinem Bruder gefällt, elektrisch zu fahren. Es gibt sicher irgendwann mal ein Roadtrip-Video, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind happy. Und ja, einen neuen kleinen Stadtflitzer, voll elektrisch, hier für München und das Umland. Und vielleicht mal einen kleinen Roadtrip irgendwie in ein Nachbarland. Who knows? Bis dann.